Mein Forschungsgebiet ist die experimentelle zelluläre Biophysik im Kontext mit Materialien. Wir kombinieren Physik, Chemie, Biologie und interessieren uns dafür, wie eine Zelle, wie sie im Körper vorkommt, funktioniert und wie diese Zelle es ermöglicht, auch Organe aufzubauen. Und aus dieser Erkenntnis heraus wollen wir hergehen und eine solche Zelle nachbauen. Zum Beispiel im Bereich der Immunologie, dass wir eine immunologisch funktionierende Zelle bauen können, die in bestimmten Situationen besser funktioniert als die Immunzellen, die ein Patient seinem eigenen Körper zur Verfügung stellen kann. Wir haben in den letzten Jahren uns sehr damit beschäftigt, wie diese Zellen untereinander kommunizieren, wie wenn jetzt eine Zelle vorläuft, anderen Zellen die Nachricht übermittelt, in welche Richtung die Migration voranlaufen muss. Und da spielt das Protein Merlin eine ganz wichtige Rolle, weil Merlin die mechanische Spannung aufnehmen kann, die erste Zelle auf die nachfolgenden Zellen übermittelt.